Nein, heute sitzen wir nicht vor dem Kindergottesdienstaltar, sondern im schmutzigen, dunklen Keller. Paulus und Silas, zwei Freunde, die umherzogen, um von Jesus zu erzählen, um von Gott zu predigen. Sie waren in Kleinasien unterwegs, einer Stadt, die heute zur Türkei gehört. Sie hatten dort gepredigt und damit für viel Ärger gesorgt. Sie hatten nämlich gesagt, eine arme Frau ist genauso wichtig wie die reichen Männer in dieser Stadt. Und sie hat Rechte und sie soll nicht in Gefangenschaft als Sklavin leben. Darum haben sich die Leute über ihn, die beiden, geärgert. Sie haben gesagt, diese Frau ist ein Kind Gottes genauso wie ihr. Sie hat genauso viele Rechte, darum muss sie ordentlich behandelt werden. Aber das wollten viele von denen, die Macht hatten, nicht hören. Also wurden Paulus und Silas verhaftet und ins Gefängnis geworfen, in einen dunklen, engen Kerker ganz tief unten im Haus. Mitten in der Nacht saßen sie da, an Händen und Füßen gefesselt. Und sie fingen an, als es dunkel wurde, und sangen ein Loblied. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Und alle, die es hörten, die Gefangenen in den anderen Zellen, sie wunderten sich. Wieso sind die beiden nicht verzweifelt? Wieso sind sie trotzdem dankbar und froh? Ist Gott etwa bei ihnen im Kerker? Und dann, als die beiden gesungen und gebetet hatten, gab es ein Erdbeben. Alle Türen im Gefängnis gingen auf und es waren Löcher in den Wänden. Alle Gefangenen konnten gehen. Der Gefängniswärter kriegte einen großen Schreck. Er war ganz ängstlich und untröstlich. Wenn die Gefangenen weg sind, dann wird man mich hart bestrafen. Und er hatte große Angst. Paulus und Silas aber riefen mit lauter Stimme: Fürchte dich nicht, wir sind alle hier, wir sind nicht weggelaufen, komm her! Da ließ sich der Gefängnisaufseher eine Kerze bringen und ging in den dunklen Kerker und wirklich, da waren sie alle noch. Was seid ihr für Menschen, sagte der Aufseher. Erst lobt ihr Gott und dann lauft ihr nicht weg und ihr rettet mich. Ihr seid besondere Menschen. Paulus und Silas aber lächelten und sagten, ja, Gott schickt uns zu dir und zu allen Menschen. Wir wollen euch von Gottes Liebe erzählen. Da staunte der Gefängnisaufseher. Er nahm die beiden mit und führte sie zu sich nach Hause. Und er wusch sie und machte ihnen etwas zu essen und gab ihnen gute Kleidung. Und dann sagte er, erzählt mir mehr von diesem Jesus und erzählt mir mehr von Gott. Und nachdem Paulus und Silas erzählt hatten, sagte der Aufseher, bitte, ich möchte auch dazu gehören, tauft mich. Und meine Familie und alle, die zu mir gehören, bitte, tauft sie auch. Und so geschah es. Und als Paulus und Silas am nächsten oder übernächsten Tag weiterzogen in eine andere Stadt, da blieb der Aufseher zurück und erzählte und predigte von Gott und seiner Liebe.
Was ist nur das große Wunder an dieser Geschichte? Vielleicht ist das Wunder, dass der hartherzige Gefängnisaufseher auf einmal ein weiches Herz bekommen hat. Der andere immer nur geschlagen und bestraft hat, auf einmal von Liebe erzählt hat. Vielleicht ist aber das Wunder auch, dass ein Erdbeben passiert ist und die Gefangenen frei geworden sind. Ich denke, das größte Wunder ist, dass Paulus und Silas im Dunkel des Gefängnisses keine Angst hatten, sondern dass sie gespürt haben, Gott ist bei uns. Und dass sie trotzdem, obwohl es dunkel und dreckig war, trotzdem Gott gelobt haben. Dass sie gesungen haben und gebetet haben. Wenn wir Angst haben, im dunklen Keller oder wo auch immer, dann hilft es uns, wenn wir singen und beten. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen, Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet, Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Du führst uns aus der Dunkelheit zum Licht, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus der Angst zum Mut. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Wir bitten dich für alle, die heute Angst haben, dass sie getröstet werden und mutig werden. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass du sie gesund machst. Wir bitten dich für alle, die sich gestritten haben, dass sie lernen, in Frieden miteinander zu leben. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.